Hallo liebe Hungrige, Senfeier sind ja nun ein Klassiker und den gibt es heute mal in neuem Gewand, nämlich als Auflauf und mit einigen traditionell eher nicht verwendeten Zutaten. Doch die Praxis ist ja das Kriterium der Wahrheit und die hat mich überzeugt, schmeckt also klasse. Und weiterer Vorteil, das Essen steht auch schon nach circa einer halben Stunde auf dem Tisch, vorausgesetzt natürlich, doch dazu kommen wir gleich. Wir brauchen dafür eine Zwiebel und die wird gleich mal geschält und gehackt. Wir brauchen Blattspinat, diese wird angetaut und dafür reicht der Zimmertemperatur völlig aus. Wir brauchen, logisch, Eier, diese kurz anpieksen, das macht man ja nur, damit die Luft entweichen kann und die Eier nicht platzen. Und dann werden sie in ca. 8 Minuten hart gekocht. Bleiben die Kartoffeln, und das meinte ich mit vorausgesetzt, denn diese solltet ihr ein bisschen eher zubereiten, weil sie noch abkühlen müssen. Also schälen, geben sie dann ins Salzwasser und kochen sie darin so in ca. 20 Minuten weich. Die fertig gekochten Kartoffeln abgießen, abdämpfen und dann abkühlen lassen. So, brauchen wir noch die Zutaten für die Senfsoße. Und dafür brauchen wir Senf, ich empfehle mittelscharfen, zum Würzen Pfeffer, Salz und Zucker. Wer möchte, auch noch ein bisschen Dill. Wir brauchen Gemüsebrühe, Milch, alternativ Sahne, etwas Mehl und Butter. Außerdem brauchen wir auch noch ein bisschen geriebenen Käse. Ich war da anfänglich skeptisch, bin jetzt aber überzeugt. Nun also zur Soße. Wir geben die Butter in einen Topf und erhitzen sie, geben die Zwiebelwürfel dazu und dünsten diese und rühren glasig an. Danach geben wir das Mehl darüber, rühren es ein, ich mache das mit dem Schneebesen und dann mit einem Kochlöffel rührend die Zwiebeln mit dem Mehl für ca. 1 Minute hell anschwitzen. Wichtig, das Mehl darf nicht braun werden. Nun löschen wir mit der Brühe ab, kurz mal durchrühren, nun die Milch dazu gießen, alles weiter wärmen, bis die Flüssigkeit leicht zu köcheln beginnt und diese nun unter ständigem Rühren für ca. 3 bis 4 Minuten köcheln. Am Ende werdet ihr feststellen können, dass eine eher cremige Konsistenz erreicht ist und wir nehmen die vorbereitete Soße vom Herd. Jetzt geben wir den Senf dazu, rühren diesen gründlich ein, schmecken dann mit Pfeffer, Salz und Zucker ab, rühren nochmal gründlich durch. Und damit ist die Senfsoße fertig. In der Zwischenzeit sind auch die gepellten Eier und die Kartoffeln abgekühlt und wir halbieren die Eier und ebenso die Kartoffeln. Und nun brauchen wir eine gefettete Auflaufform. Nur mal zur Orientierung, die Maße von dieser her sind ca. 25 x 20 cm und da hinein kommen nun als unterste Schicht die Kartoffelhälften. Also flächendeckend auf dem Boden verteilen, anschließend würzen wir sie noch ein bisschen. Und zwar mit Salz und auch mit Pfeffer. Und nun brauchen wir den angetauten Blattspinat, verteilen diesen portionsweise auf den Kartoffeln, eben einigermaßen gleichmäßig und zupfen dann, am besten mit zwei Gabeln, den Spinat noch so ein bisschen auseinander. Als nächstes geben wir in den Spinat hinein die Eihälften, hat dann schon ein bisschen Ähnlichkeit mit einer Osterwiese, finde ich. Hat dann jede Eihälfte ihren Platz gefunden, geben wir nun die Senfsoße darüber. Ja, ich habe die Kamera ein bisschen spät eingeschaltet, aber das ist ja auch kein komplizierter Arbeitsschritt. Womit es nur noch eins zu tun gilt, nämlich den Käse darüber streuen. Ich mag das ja sehr mit überbackenem Käse, wie ihr wisst. Und hier war ich mir nicht so ganz sicher. Ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich im Zusammenhang mit Senfeiern. Aber glaubt mir, passt geschmacklich wunderbar. Ja, und dann ab damit in den Ofen. Und zwar für 15 bis 20 Minuten. Bei mir reichten 15. Bei 220 Grad, Umluft 200. Fertig gebacken sollten die Ofensenfeier dann so ungefähr aussehen. Ein richtig leckeres vegetarisches Gericht und eine interessante Abwandlung des Klassikers Senfeier. Passt sicherlich auch gut zu Ostern, aber natürlich nicht nur. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr die Eier allerdings lieber für ein lecker gefülltes Frühstücksbaguette verwenden möchtet oder aber etwas ganz anderes, zum Beispiel Lachs in Orangenmarinade zubereiten wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.